Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Okay, wir hatten mit Jack Nicholson als Joker eine der beeindruckendsten Superhelden-Antagonisten-Performances ever. Wen könnten wir für den zweiten Teil nehmen? Ich weiß, Danny DeVito. Wobei, ganz ehrlich, Danny DeVito absolut großartig ist in Batman Returns. Man dazu sagen muss, dass Tim Burton bei dem zweiten Teil vielleicht ein kleines bisschen overboard gegangen ist mit seiner geplanten düsteren Ästhetik von dem Film, was ja so weit gegangen ist, dass McDonald's die geplante Zusammenarbeit mit Warner Brothers und dem Film wieder abgesagt hat und die Batman Returns Toys wieder aus den Happy Meals verbannt hat, was auch sicherlich mit dafür verantwortlich ist, dass dann letzten Endes Joe Schumacher und ein wesentlich fröhlicheres, bunteres Thema für die dritten und vierten Batman-Filme verwendet wurde. Aber bevor wir uns jetzt hier mit dem Steelbook tatsächlich beschäftigen können, möchte ich zuerst einen Blick auf diese aufgeklebte Backcover-Karte werfen. Und damit wir einmal uns mit den technischen Details vertraut machen können. Ja, Michelle Pfeiffer ist außerdem noch als Catwoman mit unterwegs. Und wir können hier auf dem Backcover natürlich auch lesen, in den technischen Details, dass auch deutscher Ton bei diesem Steelbook mit an Bord ist. Was ja bei italienischen Steelbooks, vor allem von Warner, gerne meistens der Fall ist, aber leider halt auch nicht 100% verlässlich immer, so dass man trotzdem sicherheitshalber vor dem Kauf immer noch einen Blick auf die Technical Specs werfen sollte. Aber was ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass Warner mehr oder weniger das ähnliche Konzept für das Steelbook von Batman Returns verfolgt hat, dass sie auch schon beim ersten Batman Steelbook haben, nur mit dem klitzekleinen Unterschied, dass ihnen hier offensichtlich nicht die Farbe ausgegangen ist, sondern dass der Hintergrund von diesem Steelbook eigentlich ziemlich genial ausgefallen ist. Der Titelschriftzug ist hier auf dieselbe Art und Weise geschrieben, sogar auch unterstützt von Partial Gloss. Wir haben auch hier in diesem Hintergrund den metallischen Steelbook-Effekt und ein bisschen Partial Gloss auf den Linien tatsächlich, was gar nicht mal so deutlich auffällt, aber finde ich in Bewegung trotzdem mit ein bisschen einem zusätzlichen Schimmereffekt die Wirkung von einem Steelbook verstärkt. Dafür bekommen wir allerdings, finde ich, hier einen sehr schön durchzeichneten Hintergrund, so dass sich eben die Silhouette von Batman beziehungsweise dann eben auch diese Stadt hier wunderschön abzeichnet. Auch noch die einzelnen Fenster bei den verschiedenen Hochhäusern, die ein kleines bisschen mit dem metallischen Steelbook-Effekt arbeiten, so dass wir eben hier wirklich schön den kräftigen, intensiven, schwarzen Vordergrund haben und dann mit den zur Verfügung stehenden metallischen Möglichkeiten des Steelbooks den Hintergrund sehr, sehr schön zum Leuchten gebracht und in Szene gesetzt haben. So schaut das wirklich gut aus. Dafür haben wir dann eben auf dem Backcover auch genauso wie beim ersten Teil hier die Villains dargestellt, eben auf der einen Seite Danny DeVito als Pinguin, Michelle Pfeiffer als Catwoman, die ebenfalls nur in einer eigentlich einfärbigen Geschichte, man könnte es als Grau-Abstufung sehen, wobei halt statt Grau Violett genommen wird, damit das Ganze optisch sehr schön zum Hintergrund passt, was finde ich auch hier sehr schön abgetrennt wurde. Auch hier hat man, finde ich, wirklich toll, genauso eigentlich fast noch besser, wie auf dem Frontcover mit diesen metallischen Steelbook-Effekten gearbeitet. Das könnte daran liegen, dass die Linien von diesen Blaupausen hier auf dem Backcover gefühlt noch ein kleines bisschen dicker sind und damit natürlich auch ein bisschen intensiver zu leuchten beginnen, wenn man das Ganze dann bewegt. In der Gesamtansicht kann man das recht deutlich und recht schön erkennen, dass man hier wirklich ein absolut tolles Steelbook hat. Das finde ich wirklich um das Tausendfache besser aussieht als das mit dem ähnlichen Konzept, aber trotzdem deutlich geschissener gemachte Steelbook vom ersten Teil. Dafür bekommen wir auch hier interessanterweise dasselbe Design auf den Discs wie beim ersten Teil, nur allerdings eben mit einer anderen Grundfarbe. Statt Blau ist es jetzt eben ein bisschen dasselbe, also ein bisschen ein anderes Lila, muss man ja auch sagen, eher Violett als Lila, dass wir hier auf den beiden Discs haben, mit eben den verschiedenen Batman-Logos und Skylines auf der 4K UHD, einer ebenfalls Triple-Layer UHD 100, beziehungsweise der Standard Blu-Ray. Und auch hier hat Warner dasselbe Konzept durchgezogen, hat dann als Innendesign einfach das Batmobil verwendet, das hier sehr schön auch wieder über beide Seiten vom Innendesign von diesem Steelbook sich erstreckt, auch sehr schön mit diesem metallischen
Effekt von dem Steelbook spielt da im Hintergrund, haben wir auch wieder ein paar Blaupausen, Artworks. Das ist eigentlich eben was wirklich Schönes, was finde ich auch sehr schön dazu beiträgt, dass diese Steelbook-Reihe dann relativ cool und einheitlich im Regal aussieht. Da muss man echt sagen, dass, dass das Konzept von Warner ja grundsätzlich eigentlich ziemlich leibend war, dass man halt eben nur bei der Umsetzung vom ersten Teil ein kleines bisschen daneben gegriffen hat, aber es ist auch trotzdem, muss man sagen, halb so wild. Ich muss nur in dem Fall etwas reparieren, dass das Backcoverblatt, das Warner nämlich bei meinem Steelbook ursprünglich ein paar daneben, muss man sagen, aufgeklebt hatte. Nämlich komplett daneben. Das ist auch. Ist das schief? Ist das schief geschnitten? Oder was? Was ist da mit dem Steelbook los? Das kann natürlich passieren in der Produktion, dass das einmal ein bisschen komisch gefalten ist, macht aber nichts. Mir persönlich gefällt das Steelbook auf jeden Fall relativ gut und war auch mit einer der Entscheidungen, warum ich mir gedacht habe, nein, ich nehme mir die alten klassischen Batman-Filme in eben diesen Steelbook-Fassungen. Das vom ersten Teil, das mir weniger gefällt, nehme ich halt mit. Aber das ist auf jeden Fall sehr schön gelungen.